Ich würde sagen, wir probieren es erstmal einfach einmal. Wir fliegen aber nicht direkt, oder fliegen wir direkt zu Dublone? Ach komm, das schaffen wir, oder? Oh mein Gott, das schaffen wir. Ja! Okay, perfekt. Jetzt natürlich nur das Problem, jetzt müssen wir den ganzen Weg normal laufen. Hihi. Aber wir haben die Dublone. Weil wir folgen natürlich jetzt erstmal unserem Blumensymbol wieder. Das Blumensymbol zeigt uns nämlich immer an, wo es eigentlich als nächstes für uns weitergeht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! So schleimig. Mist! So schleimig. Wo kommst du her? Wer bist du? Geh weg! Oh. Lauf mal den Weg eben nochmal. Karatuke tritt. Tötet Gelee-Monster. Hä? Was war denn jetzt? War das in der Hitbox von dem Wasserfall? Lul. Okay, krasse Hitbox. Krass, nice Hitbox. Süß und klebrig. So. Bam, badam, bam, badadadada. So. Ihre Pro-Aging-Creme soll Ihnen gehören, Mrs. Lexi. Lexi. Yo. Und nochmal. Boom. Und nochmal. Boom. Geh halt kaputt. Aha. Autsch. Wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt kommt wieder eine Flugpartie. Eine kleine Flugpartie wird uns genügen. Zu Genüge fügen Getümen. Oh. Hui, dieser Fluss ist so malerisch. Ich könnte glatt reinspringen. Das heißt, malerisch. Wir sagten schon malerisch. Habe ich ja noch nie gehört. So. Wir kommen der Mayonnaise näher. Also, da ist eine. Ja. Pro Aging in Dachtat. Jo, ich habe sowas einen an den Augen. Ich dachte gerade, das wäre hier so eine Zwille, wo man sich rumschleudern kann. Sieht doch fast so aus. Wir brauchen nur so ein Gummiband hier dran fletschen und puh, ab geht die wilde Flugfahrt. Moment mal. Oh, vor allem. Nein. Nein, was? Nein, das war umsonst. Die eine goldene Unterbuchse haben wir vergessen zu holen. Wo war die goldene Unterbuchse? Wo war die nochmal? Ja, verdammt. Wo war die goldene Unterbuchse nochmal? War die nicht... Ich habe die total aus den Augen verloren. Irgendwo war die. Verdammt, die müssen wir auf jeden Fall... An die müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal denken und versuchen, die mitzunehmen. Super wichtig. Denn die goldenen Unterbuchsen werden nie dreckig. Da kann man so viel reinscheißen, wie man will. Und bleiben immer sauber. Man braucht nie wieder aufs Klo gehen, weil es eine selbstreinigende Po-Loch-Unterhose ist. Wäre eine krasse Erfindung. Mayonnaise! Wusch! Das ist nur Gelee. Bam, badam, bam, badam, badam. Da ist noch mehr Mayonnaise. Ja, mit der Mayo. Yay. Yeah. Oh. Noch mehr Gelee. So. Da labert er wieder Stierkot. Stier? Stierkot? Hä? Was, warum Stierkot? Aber auch wenn ein Stier die goldene Unterhose anhat,
eingesperrt, wird die halt auch immer automatisch sauber. Das ist halt der Vorteil an diesen goldenen Unterhosen. Schwupps. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Super knusperig. So, die letzte Mayonnaise fehlt uns. Sag ich auch immer Mayonnaise. Patrick ist der Beste mit seiner Mayonnaise. Ah, Bullshit ist Stierkot. Jetzt habe ich das verstanden. Okay. Warum sollen wir da lang? Da ist doch der Anfang, oder nicht? Moment mal. Aber wir müssen da hoch. Ba, 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 ba. Oh, ein goldener Pfannwender. Aber hier drin sterben wir, oder? Ach so, nein, tun wir nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie Schlamm oder sowas, wo wir sterben, wenn wir da reinlaufen. Okay, ich sollte nicht immer so viel denken. Ey, hört auf! Nein! Au! Komm raus, du Wurm! Wurm, komm raus! Zeig dich! Wir schlagen dich! Bumm! Ja! Du, stampf mal! Stampf mal! Ha! Lattenwurm! Ist der jetzt gestorben? Ich glaube irgendwie fast nicht. Doch, ist er, okay. Goldener Pfannwender. Ah, von hier. Okay, nice. Nee, geht doch nicht. Kommt man. Ach so, ich dachte, man kann von hier. Nö, nee, kann man nicht. Hä? Okay. Wie kommt man denn sonst da hoch? Ah, so vielleicht. Mal schauen. Da ist die letzte Mayonnaise. Ja, so kommt man da hin. So. Und dann das Tiki benutzen, das Schwebetiki. Sehr schön. Aber ich weiß halt auch echt immer noch nicht, wofür diese goldenen Pfannwender sind. Wir haben bis jetzt noch nicht irgendwie mal irgendwas gesehen von, es gibt so und so viele, sammel so und so viele oder gibt die für das und das aus. Das ist echt merkwürdig. Das letzte Stück. Mayonnaise. Patrick, schnell zurück zu Lexi, bevor diese Gauner zurückkehren. Ja. Sie wird überglücklich sein, wie hässlich sie das machen wird. Haben wir denn jetzt hier alles schon, oder? Ui. Das ist aber ganz schön weit. Naja. Oh, ihr lebt noch? Schön für euch. Andere Helden, die ich losschickte, sind nie zurückgekehrt. Die Faltenbildung hat begonnen. Gut gemacht, ihr zwei. Faltenbildung hat begonnen. Faltenbildung in Auftrag gegeben. Aber erst muss der Stab repariert werden. Gebt mir das Ding, dann repariere ich es und ihr lasst mich zufrieden. Handwerker SpongeBob am Werk. Ach, so repariert man Stäbe. Ich verstehe. Richtiger Profi. Hallo, majestätisches irgendwas. Ja. Ich glaub's ja. Aufs Wort glaube ich dir das, Patrick. Aufs Wort. Einmal Checkpoint speichern, bitte. Okay, aber das Spiel wird trotzdem gespeichert. Sehr gut. Haben wir jetzt nochmal eine Chance an... Nee, haben wir nicht. An die Dublone zu kommen? Nee, es ist ein anderer Weg. Mano, das stört mich, dass wir die Dublone nicht mitgehen. Ich wusste, dass es in dem Weg eine Dublone gibt. Aber wir haben es halt verk... Hä? Was passiert hier? No!
Da war auch wieder ein anderer Weg. Mann, zu spät gesehen. Da dachte ich nur, hä? Warum ist denn da oben ein Burger? Und dann war es schon zu spät. Mann. Ein kleiner Klaps reicht schon. Di-d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 i. Boah, dieses Spiel. Mit der besten Performance der Welt. Wir reiten auf dem majestätischen Seepferd. Ich verlange sofortigen Einlass in den Schlosshof. Juhu. So. Lass uns einmal diese Dublone holen. Ist das jetzt der Weg, den wir vorhin geritten sind? Ja, ne? Ich glaube schon. Dann können wir nämlich mit dem majestätischen Pferd den Weg nochmal zurücklaufen und uns das, den anderen Weg nochmal anschauen, bevor wir hier weitermachen. Warum verlieren wir denn Leben? Obwohl wir gar nicht verletzt werden. Ja, ja, wir verlieren Leben, obwohl wir nicht verletzt werden. Ganz klar, ich mache keine Fehler. Außer wenn ich Fehler mache, aber sonst nicht. Hier hoch. Wo war denn der Weg? Aua. Hier war der Weg. So, jetzt vorsichtig. Hier nach rechts. Hier nach rechts. Oh, what the fuck? Kann man doppelspringen? Es gibt keinen Doppelsprung. Muss man erst sprinten, dann springen? Warum haben wir den Sprung schon wieder nicht geschafft? Ärgerlich. Müssen wir das gleich nochmal machen. Aber Moment, können wir das nicht abkürzen? Ab zum Schlosshof. Mann, ey. So. Und dahinter war die goldene Unterbuchse. An die müssen wir gleich auch noch denken. Ah, ich möchte diese Dublone haben. Warum geht das nicht? Samuel, moin. Hi, schön, dass du da bist. Danke für dein Follow. Wie geht's? Warum springt ihr auf einmal so hoch? Okay. Dieses Seepferdchen ist merkwürdig. Dieses Seepferdchen ist sehr merkwürdig. Einfach mal hoffen, dass wir es jetzt schaffen. Ansonsten müssen wir halt nochmal von neu starten. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Nein, da kommt nochmal eine Wand. Autsch. Okay. So, jetzt hier an der Stelle. Irgendwie diesen Sprung schaffen. Yo! Nice. Und jetzt nur die Dublone einsammeln. Ja, perfekt. So, jetzt machen wir aber den Weg nochmal eben zu Ende. Weil war ja nicht mehr so lang. Und dann mit dem Majestätchen-Seepferdchen nochmal zurückreiten, weil ich habe eine Idee oder irgendwas gesehen, wo sich nochmal so ein alternativer Weg befinden könnte. Und da könnte sich auch noch eine Dublone verstecken. Das wollen wir mal überprüfen. Genau, hier einmal absteigen. Okay. Ja, moin, moin, wie geht's dir? Hi. So, einmal zurück. Und dann gleich, wo der Burger oben auf dem Zaun ist, da einmal drüber springen und nicht links, wo der Pfeil lang zeigt. Mal gucken, ob das auch ein Versteck ist. Hier nämlich. Ich will hier drüber. Achso, nein, das war der Hinweg. Okay. Ah, hier unterscheidet sich der Hinweg vom Rückweg? Okay, aber es hat nicht funktioniert. Na, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen, es hat nicht funktioniert. Dann wird sich da vermutlich auch nichts... Boah! Dann wird sich da vermutlich auch nichts mehr verstecken. Gehe ich mal jetzt von aus. Okay. Yo! Boah, wie das Gas gibt, dieses Majestätchen-Pferdchen. Yo! Piu! Oh, noch mehr Gelee. Gut. Jetzt fragt sich nur... Wie, normalerweise, ne, kriegt man ja diese Tikis hier nur kaputt mit diesem Donner-Tiki, das sich dahinter befindet. Aber irgendwie kommen wir an dieses Tiki nicht dran, aber von da außen kommt man da irgendwie hin. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Wir holen uns mal die goldene Unterbuchse hoffentlich.
Das Tier der Prinzessin ist so groß. Oh, noch mehr Gelee. Man muss dann nämlich jetzt erstmal hier Orientierung und so. Karatucke. Jetzt müsste man doch irgendwie von hier irgendwo runter. Oh, das reicht nicht, oder? Hier runterspringen können wir einfach lacht, der Penner. Hallo, hör auf! So. Da drin ist die goldene Unterhose. Das heißt, hier noch nach rechts und dann hier gleich runterspringen. Dann müssten wir doch dahin kommen, wo. Wo dann der Hintereingang? Ja, genau. Perfekt. Geil, ein weiteres Leben für uns. Warum mache ich das? Verdammt. Nysor. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt weiter um die Story kümmern. So. Na? Alter, diese Lex auf der Switch. Ich raste aus. Höret, höret. Mit der aufregendsten Schlummerparty weit und breit, kurz vorm Tore. Tore. Sollen die Barden des Königreichs dem Casting Rufe der Prinzessin von Valen folgen. Platz gibt es für zwei Poeten, die bei der königlichen Partyplanerin mit ihren gnadenlosen Trommelfellen Anklang finden können. Denkst du das, was ich denke, Patrick? Na klar! Jetzt kommt's. Aber wo sollen wir so kurzfristig einen Schulbus voller Mayonnaise herkriegen? Was? Nein, wir sollten uns für die Band bewerben, damit wir ins Schloss können, um Perla zu retten. Oh ja, das habe ich auch gemeint. Mit einem Bus voll Mayonnaise. Bam, 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 bada, bada, bam. Hey, hier sind wir auf dem Markt. Wenn ich mich benehme und auf meiner auf dem Markt. Ein kleiner Klaps reicht doch schon vollkommen aus. Nein, halte keine Tomaten bereit. Wir brauchen keine Tomaten bereithalten. Ui. Oh. Ah, das sind also Trampoline. Gut zu wissen. Süßer die Glocke nie. Hey, was? Hey, du kannst bestimmt nicht so schnell wie ich alle Ballons im Hof zerplatzen. Mal gucken. Ich bin der höfische Ballonplatz-Champion. Ich glaube schon, dass wir das schaffen. Könnt ihr mir vorstellen, das schaffen wir. Ja. Hä? Ach so. Die Fosselkrabbe-Pizza. Das war jetzt natürlich eine doofe Reihenfolge. Ist aber nicht so schlimm, weil. Ui, das wollte ich eigentlich nicht. Der sollte die andere anvisieren. Jo, das waren schon alle? Ja, easy. Also, das war jetzt super leicht. Ich dachte, das würde ein bisschen herausfordernder sein. Oh, wir müssen ins Fast-Kolosseum. Na ja, gut, nennen wir es mal fairerweise einfach nur Theater. Da oben auf dem. Da sind überall Gegner, Bosse, irgendwas. Kommen wir da schon hin? Vielleicht ist es ganz clever, die zu versuchen, erst kaputt zu machen. Aber da kommt man so nicht hin. Glaube ich. Oder vielleicht ja auch doch. Nö, ich glaube nicht. Okay, gehen wir erstmal in das Theater rein. Ich kann das Vorsprechen kaum erwarten. Ich buhe gern aus dem Schatten. War klar, wieder hier. Unser bester Künstler dieser Welt, Thaddeus, steht wieder bereit, um seine Kunst der Welt zu zeigen. Was passiert denn hier? Noch ein Barde. Noch ja. Eine Migräne. Nein. Aber was opfert man nicht alles für die Krone? Du willst König werden? Thaddeus? Sein Talent, seinen Stolz, sein Trommelfell. Aber unsere königliche Wahrheit befahl, es soll keiner ihrer Untergebenen abgewiesen werden.
weil jeder Fisch Talent hat. Aber natürlich. Ha, ihr habt Zeit, meine Gunst zu erlangen, bis ich angesichts eurer Mittelmäßigkeit einschlafe. Mittelmäßigkeit? Ich glaube, es hackt. Beeindrucket mich. Lecket mich. Schild, Schild, Krone. Schild, Schild, Krone. Das kann lustig werden. Das kann ich doch gar nicht. Tröte, Burg, Tröte. Burg. Tröte, Burg, Tröte, Turm. Okay, wir sagen Turm. Turm. Tröte, Schild, Krone, Burg. Tröte, Schild, Krone, Turm. Tröte, Tröte, Krone, Krone, Burg. Tröte, Tröte, Krone, Krone. Okay, mit dem letzten haben wir jetzt aber auch Glück gehabt. Oder kommt noch einer? Oh, Gott sei Dank. Dass das ne, zwei die gleichen einer war. Haben wir Glück gehabt. Leider wurde der gelbe Schwamm und sein nerviger Ballon zu königlichen Barden auf der fabelhaftesten Schlummerparty der Prinzessin erwählt. Aha. Die Menge schien ihre Musik zu mögen. Und außerdem habe ich allen anderen Kandidaten abgesagt. Ihr möget das Schloss betreten. Geil, wir dürfen das Schloss betreten. Verpatzt es nicht. Aber natürlich nicht. Wer wären wir denn, um sowas mal wieder zu verpatzen? Never ever.